Menschenrechte im Fokus. Die Rechte älterer Menschen. In Deutschland sind über 18 Millionen Menschen älter als 65 Jahre. Tendenz steigend. Ältere Menschen werden oft als abhängig und hilfebedürftig betrachtet. Sie sind aber keine Fürsorgeobjekte, über die man einfach bestimmen kann. Sie haben Rechte, die sie einfordern können. Doch die Menschenrechte älterer Menschen sind in vielen Bereichen eingeschränkt. Zum Beispiel ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, wenn Altersarmut alte Menschen zu Hause vereinsamen lässt. Betroffen sind besonders ältere Frauen und Menschen mit Behinderungen. Zum Beispiel ihr Recht auf Gesundheit, wenn Arzt- oder Impftermine nur noch online gebucht werden können. Viele Ältere besitzen aber weder Computer noch Smartphone. Zum Beispiel ihr Recht auf Selbstbestimmung und Schutz vor Gewalt, wenn schlechte Betreuung dazu führt, dass alte Menschen gegen ihren Willen im Bett fixiert oder mit Medikamenten ruhiggestellt werden. Die Menschenrechte schützen alle Menschen, auch Ältere. Aber die Menschenrechte sind sehr allgemein formuliert. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse und Gefährdungen älterer Menschen zu wenig. Deshalb braucht es einen internationalen Menschenrechtsvertrag, der die Menschenrechte älterer konkretisiert und in den Fokus rückt. Für viele Gruppen gibt es bereits solche Verträge. Für die Belange von Kindern gibt es beispielsweise die UN-Kinderrechtskonvention. Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind in der UN-Behindertenrechtskonvention konkretisiert. Für ältere Menschen gibt es bislang keine UN-Konvention. Wer sich seiner Rechte bewusst ist, kann auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen und sich für Verbesserungen einsetzen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte setzt sich deshalb für die Schaffung einer UN-Konvention für die Rechte älterer ein. Wir alle werden älter. Wir wollen alle in Würde altern. Damit das möglich ist, müssen wir jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Machen auch Sie sich für Menschenrechte stark.